Sehr geehrtes Publikum, heute wollen wir euch unser, wie eben gesagt, am Wochenende geschafftes Projekt RoomCap vorstellen. Es ist ein effizientes Kundenzutrittssystem, welches simple Sachen für Unternehmen als auch für Privatkunden vereinfachen kann. Es ist ein Projekt von 4 Personen, von mir, André Wildberger, meinen Kollegen Joel Kalkusch, Manuel Zöttl und Levi Wimreuter. Auch unsere Mentoren Fritjof und Tobias wollen wir danken, weil ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Aber was ist das jetzt genau? Es besteht aus 2 modernen Lichtsensoren, welches es misst, wenn Kunden eine Tür betreten und verlassen. Somit kann festgestellt werden, wie viele Leute sich aktuell in einem Raum befinden. Das hat so viel Vorteil für Unternehmen, da es effizient Raumplanung gibt, und auch für den Kunden, da es ein besseres Raumklima gibt. Kommen wir zu einem Beispiel. In einem Unternehmen gibt es 2 Bibliotheken. Eine Bibliothek ist zum Rande voll und eine fast leer. Da die volle nähere ist, werden mehr Leute zur volleren gehen. Das Problem haben wir jetzt gelöst. RoomCap stellt auf der Unternehmenswebseite dar, wie viele Leute in welcher Bibliothek vorhanden sind. Somit können Leute selber entscheiden, in welche Bibliothek sie gehen. Somit werden die Leute in die Bibliotheken gleichmäßig aufgeteilt. Nun erkläre ich mein Kollege Joel, wie die Website funktioniert, von der ich geredet habe. Zur Webseite. Auf der Webseite sehen wir 2 Knöpfe. Einmal einen neuen Raum hinzufügen und einen Raum löschen. Wenn wir einen Raum hinzufügen, dann müssen wir die Raumnummer eingeben. Zum Beispiel wären wir im Raum 18 gerade. Und den Raumnamen müssen wir vergeben. Das wäre zum Beispiel der Saal. Wir könnten noch einen Raum hinzufügen. Nehmen wir den jetzt W4. Und der Name dafür ist die Werkstätte. Jetzt können wir den Raum löschen. Und wenn wir jetzt reingehen durch die Türe, dann sehen wir, dass sich der Wert von der Personenzahl ändert. Jetzt gehen wir nochmal rein. Und jetzt gehen wir raus. Jetzt hat sich die Personenzahl ist auf 1 gegangen. Manuel Zettel stelle ich jetzt vor, wie es funktioniert. Okay, danke. Ich versuche jetzt einmal, das unkompliziert wiederzugeben, wie wir das realisiert haben. Es ist eigentlich ganz simpel, also ich probiere es simpel rüberzubringen. Wir haben einen Mikrocontroller verwendet, das ist einfach ein kleiner Computer, den haben wir dann in eine Box eingebaut. Und bei diesem Mikrocontroller sind einfach 2 Lichtsensoren angeschlossen. Und je nachdem, welcher Lichtsensor als erstes betätigt wird, können die Software feststellen, in welche Richtung die Person jetzt gehen will, ob sie raus oder reingeht. Und das Ganze wird überprüft durch ein Skript im Hintergrund. Und falls das Skript vom Arduino irgendwas kriegt, wird es dann einfach auf der Website, also hier, dargestellt in Form von einer Personenanzahl. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Und wollte vielleicht noch eine kurze Frage beantworten, weil ich bin jetzt ganz neugierig geworden. Hat es irgendwelche technischen Probleme gegeben, weil das schaut schon sehr, sehr komplex aus. Was waren die Hürden? Wie habt ihr es gemeinsam gelöst? Eine der größten Hürden war, dass man die Zahl bei der Personenanzahl, dass man die übertragen auf die Webseite. Das war eine der größten Hürden. Und auch noch, dass wir das ein bisschen idiotensicher machen. dass man weiß, wie man ein- und ausgeht. Du meinst jetzt bei der Tür generell? Genau, oder? Ja. Wegen den Sensoren. Ja, im Stress könnte das schon mal passieren, gell? Ja, dann sagen wir danke, dass es für Menschen wie mich jetzt in Zukunft eine Lösung gibt, wie man ganz unkompliziert durch die Tür durchkommt und den richtigen Saal findet. Also ich jetzt braucht, meine Professorinnen sagen euch rückwirkend danke für Leute wie mich und einen riesengroßen Applaus für die Jungs. Jetzt gibt es eine Urkunde, würde ich sagen. Schwer verdient.